Tierschützerin Melanie Schmidt ist unterwegs nach Berlin-Steglitz. Eine Frau verkauft mehrere Vogelarten über eine Anzeige im Internet. An sich kein Problem, doch die Fotos der Tiere machen die Tierschützerin stutzig. Mir ist auf den Fotos aufgefallen, dass die Wachteln in der Wohnung gehalten werden. Man hat im Hintergrund einen Käfig gesehen, wo weitere Wachteln drin waren. Mich würde jetzt interessieren, warum sind da überhaupt Wachteln im Käfig? Und zum anderen waren noch andere große Volieren zu sehen, das heißt mit anderen Ziervögeln. Und der ganze Boden war wirklich voller Kot, Dreck. Und es wirkte sehr unhygienisch für ein sogenanntes Vogelzimmer. Wachteln gehören zu den Hühnervögeln. Für sie gibt es strenge Haltungs- und Seuchenvorschriften. Man muss diese beim Veterinäramt im Bezirk anmelden, um auch Seuchen vorbeugen zu können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Vogelgrippe in Berlin ausbrechen würde, wüsste das Veterinäramt anhand einer Meldeliste, bei welchem Halter befinden sich potenziell gefährdete Tiere und können dort dann Sicherheitsmaßnahmen treffen. Die angebotenen Wachteln sehen schlimm aus. An einigen Stellen fehlen ihnen Federn. Zum Teil haben sie offene Wunden. Also ob hier ein Vergehen nach dem Tierschutzgesetz vorliegt, das kann ich erst wirklich vor Ort beurteilen, wenn ich sehe, wie sind die Haltungsbedingungen dauerhaft oder war das vielleicht nur eine Momentaufnahme auf den Fotos. Was auch ein Verstoß natürlich da liegt, ist dann dieser vermeintlich gewerbliche Verkauf, weil sie ja mindestens drei verschiedene Arten von Vögeln anbietet. Braucht sie in § 11 Genehmigung, um diese Vögel legal verkaufen zu dürfen. Ob die Verkäuferin der Vögel damit dienen kann? Ja. Melanie Schmidt hat sich mit ihr verabredet und gibt sich mit versteckter Kamera als Käuferin aus. Hallo? Hallo, ich bin wegen den Wachteln da. Kommst du bitte rein? Hallo. Hallo. Erstmal eintreten. Ja. Hereinspaziert. Hallo. Ui, vier Hündchen. Hallo. Ja, da vorne sitzen sie. Irgendwo dazwischen. Müssen wir bloß einfangen, natürlich. Dann würde ich sagen. Ein ganzes Vogelzimmer. Dass wir den mal ablegen und reingehen. Ja, ich bin nur gerade so. Nur weil ich jetzt gerade sehe, was lebt denn da noch? Da habe ich noch ein Terrarium. Ja. Da habe ich noch ein Terrarium. Da sind Geckos drin. Ah ja, okay. Und ein Aquarium mit Flösselaale und Frösche. Okay. Die Frau hat sich einen ganzen Kleintierzoo angeschafft. Und ihr verkauft jetzt aber nur die Wachteln sozusagen? Na, die Wachteln und noch zwei andere, zwei Halsbandsittiche. Ja. Müssen noch verkauft werden und diese zwei Grünen habe ich zwei Männchen. Ja. Die verstehen sich jetzt so nicht mit den anderen. Der Zustand und die Haltung der Tiere sind noch schlimmer, als die Bilder in der Verkaufsanzeige vermuten ließen. Die Käfige sind offen, die Tiere haben Freiflug, was natürlich erstmal super ist. Allerdings ist der Boden wirklich sehr, sehr verdreckt. Es ist sehr viel Kot, auch an den Wänden ist sehr viel Vogelkot. Die Vögel haben zum Beispiel kein Wasserbad, also ich habe keine Wasserbadschale gesehen. Und was ich persönlich auch sehr grenzwertig finde, sie hat gesagt, dass die Tiere kein Frischfutter, kein Grünfutter bekommen, damit sie nicht zu viel koten. Und das ist definitiv der falsche Ansatz, weil gerade Vögel, Sittiche, auch Wachteln brauchen täglich frisches Grünzeug. Zwei sehr zerrupfte Wachteln will Melanie Schmidt auf jeden Fall mitnehmen. Nehme ich mal den zweiten Kescher. Haps. Oh, das war aber richtig. Das war schön. Wie alt sind die jetzt? Vom letzten Jahr. Mhm, okay. Ende erstes Jahr sind sie jetzt. Ein Jahr. Ja, mhm. Normalerweise muss die Frau die Wachtelhaltung beim Veterinäramt melden. Melanie Schmidt fragt nach. Man liest ja immer so viel, dass in Berlin wieder Vogelgrippe ist, aber du musst da jetzt nichts anmelden oder so. Nee, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, du bekommst eh nicht so schnell mit, ob es Vogelgrippe ist, wenn da ein Vogel stirbt. Also den kannst du dann ganz normal entsorgen und dann ist gut. Okay. Die Frau setzt sich wissentlich über die Vorschrift hinweg. Sie hält erstaunlich viele Tiere in ihrer Dreizimmerwohnung.
Also die hier alle zusammen sind jetzt, glaube ich, 24, die vier Hunde. Ja, und mein Aquarium zähle ich nicht und die anderen da im Raum auch nicht. Melanie Schmidt bezahlt pro Wachtel 2 €. Alles klar. Dann schönen Tag. Dann viel Spaß und vielen Dank. Wir hatten definitiv schon schlimmere Fälle von Wachtelhaltung. Allerdings anhand dieses Fotos, wo dieser verdreckte Boden war, konnte man das ja nicht eindeutig feststellen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir als Tierschützer eben diese Tierschutzkontrollen durchführen. Und ganz ehrlich, das ist jetzt kein Code nur von 2-3 Tagen. Also ekelhaft. Um die beiden gerupften Wachteln kümmern sich jetzt die Mitarbeiter einer Auffangstation. Der Verkäuferin droht Ärger. Das heißt, es ist ja eine Ordnungswidrigkeit, Hühnervögel nicht anzumelden beim zuständigen Veterinäramt. Das heißt, ich werde da im Nachgang das Veterinäramt kontaktieren, sozusagen meine Beweise übergeben. Und dann kann die Behörde entscheiden, wie sie hier weiter vorgeht. Für Melanie Schmidt geht es weiter nach Potsdam. Dort bietet ein Verkäufer mehrere Husky-Welpen übers Internet an. Für mich ist das hier ein ganz klassischer Welpenhandelfall. Die Hunde sind heute Nacht von Rumänien nach Deutschland gekommen. Ich habe im Vorfeld schon Papiere gesehen, habe schon gesehen, es ist gar kein EU-Heimtierausweis, sondern einfach ein ganz normaler rumänischer Pass. Und ich habe mir die Impfungen schon im Vorfeld angeguckt und habe gesehen, dass auch keine notwendige Tollwutschutzimpfung vorhanden ist. Das heißt, die Tiere müssen auf jeden Fall sichergestellt werden und in eine Tollwut-Quarantänestation kommen. Melanie Schmidt hat in den letzten Tagen immer wieder mit dem Verkäufer geschrieben und so Videos und Infos zu den Welpen bekommen. Angeblich sind sie 4 Monate alt. Ich habe aber anhand der Bilder Zweifel an dieser Altersangabe. Ich vermute, dass sie tatsächlich eher 10 bis 12 Wochen alt sind. Und nichtsdestotrotz brauchen sie ja eine gültige Tollwutschutzimpfung. Mit versteckter Kamera trifft sich Melanie Schmidt zunächst alleine mit dem Verkäufer. Erst wenn sich der Verdacht des illegalen Welpenhandels bestätigt, ruft sie die Polizei dazu. Ja, bitte? Wir sind wegen den Welpen da. Ich komme gleich. Danke. Da kommt jemand. In Potsdam hat sich Melanie Schmidt mit einem Mann verabredet, der 2 Husky-Welpen aus Rumänien verkauft. Die Anzeige im Internet lässt vermuten, dass es um illegalen Welpenhandel geht. Mit versteckter Kamera gibt sich die Tierschützerin als Käuferin aus. Ja, bitte? Wir sind wegen den Welpen da. Ich komme gleich. Danke. Da kommt jemand. Oh, die sind noch ganz klein. Hallo. Oh, sind die süß. Hallo. Oh Gott, sind die süß. Hallo. Oh, schau mal. So kleine Zähnchen hat er auch noch. Aber so schön, die Augen und alles. Hallo. Und wie alt sind Sie jetzt? Wie viele Monate? 4 Monate. Seid ihr süß. Darf ich ihn mal halten? Ja. Und ihr seid sozusagen heute Nacht hergefahren? Ja, um 3. Ist schon um 3. Mit dem Auto gekommen. Okay, wie lang fährt man? 17, 18 Stunden. Oh, wow. Die Husky-Welpen machen trotz der langen Fahrt einen guten Eindruck. Melanie Schmidt will wissen, was der Verkäufer über die Rasse weiß. Schau mal. Hatten die das schon öfter? Also wissen Sie, wie groß die werden, wenn die erwachsen sind? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte nicht sagen, ist so oder ist so. Okay, schau mal. Nur, ich hab geguckt. Ist so teuer, ein Hund. Ich habe gestern ein Foto bei einer Frau gezeigt und die, oh, das ist so teuer. 600 € verlangt der Mann pro Welpe. Er hat ein junges Pärchen dabei. Beide gehörlos. Die junge Frau ist wohl die Enkelin des Mannes. Sie holt die rumänischen Papiere der Husky-Welpen aus der Wohnung. In der Zwischenzeit geht Melanie Schmidt mit dem Verkäufer und den Hunden nach draußen. Hat Impfung gemacht. Aber er hat ganz schön Durchfall. Und weißt du warum? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Hat Impfung gemacht. Ah, okay. Was heißt das hier? Also diese Serie B? Das ist die Identifikationsnummer.
Ich verstehe nur kein Rumänisch. Also ist es Rumänisch, oder? Ja. Okay. Ohne das kannst du gar nicht kommen. Ja, und das ist ihr Geburtsdatum sozusagen. Ja, ich denke ja. Genau. Und das war die Impfung. Haben die auch so ein, also früher habe ich gehört, dass die so einen Chip brauchen auch, also so einen Transponder-Chip? Haben sie keinen. Haben sie auch nicht gemacht, okay. Den bräuchten die Welpen aber, genauso wie einen EU-Heimtierausweis. Die Tollwutimpfung fehlt ihnen ebenfalls, doch damit nicht genug. Ich vermute auch, dass sie jünger sind wie 4 Monate, weil sie noch ganz viele Milchzähne haben und auch das Fell und das Verhalten einfach noch sehr welpenhaft ist. Und es ist eigentlich ein ganz klarer Fall von illegalem Welpenhandel. Hier war es sogar so, dass die Verkäufer so dreist waren, dass die sich gar keine Agenda überlegt haben, sondern die haben ganz offen mitgesagt, die haben schöne blaue, hellblaue Augen. Sie haben im Internet geguckt, was diese Hunde wert sind und haben eigentlich sofort gesagt, dass sie nur aus Rumänien mitgebracht haben, um sie hier eben verkaufen zu wollen. Und vom Charakter, wer ist wilder, wer ist ruhiger? Ich habe keine Ahnung. Plötzlich taucht ein weiterer junger Mann auf. Der Verkäufer erklärt, dass der mit seiner Arbeit zu tun hat. Mit Ausländern. Wie Berater, mit moldawischen Leuten. 2 Jungen haben bei mir geschlafen. 7 oder 10 Tage. Ach so, und einer ist schon weggefahren. Ja. Das Kommen und Gehen beunruhigt Melanie Schmidt. Unter einem Vorwand verlässt sie die Gruppe kurz und ruft die Polizei. Eine Tierschützerin. Das sind 2 Husky-Welpen, die werden hier illegal verkauft, ohne gültige Papiere, ohne Tollwutimpfung. Das sind Rumänen. Es wird jetzt langsam wirklich brenzlig, weil ich bin jetzt hier mit 5 Personen. Noch sind diese ruhig und freundlich. Allerdings hält Melanie Schmidt den Verkäufer seit einer Dreiviertelstunde hin. Langsam wird er ungeduldig. Ja, ich muss einkaufen gehen. Die Tierschützerin muss Zeit gewinnen. Okay, aber wir kommen sicher gleich wieder. Wir wollen beide Hunde haben. Okay. Melanie Schmidt gibt vor, mit dem Auto zu einem Bankautomaten in der Nähe zu fahren, um Geld abzuheben. Bis die Polizei eintrifft, fährt sie außer Sichtweite des Hauses. Ich muss das immer von der Situation abhängig machen, ob ich die Welpenhändler vor Ort konfrontiere. Das kann ich aber eigentlich auch nur machen, wenn ich weiß, die Polizei ist definitiv unterwegs. Sie wird eintreffen oder das Veterinäramt. Aber solange ich da keine Rückendeckung habe, wäre das einfach zu gefährlich. Und aus Sicherheitsgründen geht man dann erstmal lieber aus der Situation raus. Das ruft gerade jemand an. Hallo. Die Polizei ist in der Wohnanlage des Welpenverkäufers angekommen. Melanie Schmidt fährt zurück. Hallo. Jetzt habe ich da gerade geschrieben, dass wir jetzt das Geld hätten, gleich wieder da sind. Und sie hat geschrieben, alles gut. Jetzt würde ich ihr schreiben, wir sind da. Ja, kurz vorweg. Also sie ja, und das Veterinäramt ist auf dem Weg. Ja, das ja. Die Polizisten bleiben vorerst außer Sichtweite. Melanie Schmidt will den Verkäufer samt Welpen ein weiteres Mal nach draußen locken. Ja, bitte? Ja, wir sind da. Ich komme gleich. Super. Hallo. Melanie Schmidt nimmt beide Welpen auf den Arm und geht zügig aus dem Haus. Der Verkäufer folgt ihr. Oh Gott, das ist nicht gut. Guten Tag. Ja? Ja, wunderbar. Ja, wir wurden. Ja, ich habe gedacht, Sie machen das so, aber ich bin kein Kommerziant. Woher kommen die Hunde jetzt? Aus Rumänien. Aus Rumänien? Ja, mit. Von dem Arzt, der hat gesagt, ist in Ordnung. Sie haben schon mit der Kollegin gesprochen? Genau, also das Problem ist, Sie brauchen, um Hundewelpen aus Rumänien nach Deutschland legal zu bringen, brauchen Sie einen EU-Heimtierausweis. Das ist ein blauer Pass, wo EU draufsteht, EU-Heimtierausweis. Sie brauchen eine Tollwutimpfung, eine gültige Tollwutimpfung, und die Hunde brauchen einen Mikrochip an der linken Halsseite.
Aber die Hunde... Irgendwie erstmal ins Auto setzen? Ist hier wir können Richtung Auto. Aber die Hunde ist schon Impfung gemacht. Nein, aber kein Tollwutimpfung. Tollwut. Fehlen Impfungen. Was machen Sie jetzt? Wir bringen die Hunde nur mal kurz ins Auto. Zum Richtung Auto. Wir können auch alle rüber gehen. Sie können mitkommen. Mittlerweile ist auch eine Amtstierärztin da, die die Welpen und die Papiere kontrolliert. Sie möchte aber nicht vor die Kamera. Jetzt sind die Welpen hier erstmal sicher auf meinem Arm. Die Veterinärin spricht jetzt gerade eben mit den Verkäufern, mit der Polizei und dann ja, warten wir darauf, was jetzt hier entschieden wird. Weil die Welpen keine Tollwutimpfung haben, werden sie im Tierheim zunächst in Quarantäne kommen. Der Verkäufer aus Rumänien erhält eine Anzeige wegen Betrugs. Ja, meine Vermutungen bezüglich des illegalen Welpenhandels wurde durch das Amt jetzt vor Ort bestätigt. Das heißt, die Welpen sind jünger als in den Papieren angegeben. Sie haben nicht die erforderlichen Impfungen und sie haben auch keinen Mikrochip. Melanie Schmidt ist mit der heutigen Aktion zufrieden. Auch wenn diese nur ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutet. Um dieses Geschäft mit diesem illegalen Welpenhandel zu beenden, müssen natürlich ganz klar die Käufer aufhören, diese Hunde übers Internet zu kaufen, weil es ist ja Angebot bestimmt die Nachfrage. Die werden in Osteuropa weiter produziert, wenn die hier immer wieder gekauft werden. Aber natürlich muss sich auch die Politik dafür einsetzen, dass der Tierhandel im Online stärker reglementiert wird, damit man wirklich das große Ganze bekämpfen kann. Bis dahin wird Melanie Schmidt weitermachen. Immer unterwegs zum Wohle der Tiere.